Servus, liebe Wander- und Outdoor-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich bin draußen im Wald mit meinen Jungs. René ist diesmal nicht dabei. Im Lager sind wir und ich wollte euch mal ein bisschen einen Überblick von unserem Wald hier verschaffen, beziehungsweise eben auch vom Lager. Bleibt dran! So, das ist der wichtigste Platz überhaupt. Da hinten dran haben wir einen Reflektor gebaut, vorne die Steine außenrum. Unten drunter habe ich Steine vergraben, sodass der Boden sicher ist, dass da nichts weiterbrennen kann. Ja, genau. Lange Arbeit am Bett gehabt. 2 Tage haben wir da hingewerkelt. Die Jungs, der René, ich, alle haben mitgemacht irgendwie. Und ja, die Idee ist da eigentlich so, auf jeden Fall schon mal ein Bett zu haben. Man muss da nichts mitnehmen, irgendwie ist vom Boden weg und unten drunter ist dann gleichzeitig noch ein bisschen der Holzlager. Das wird dann noch hergerichtet, also wird noch einiges an Holz reinkommen, hoffe ich zumindest. Und ja, sollte eigentlich so der Biwaksack dann hin. Im Winter hier kann ich wunderbar schlafen. Jetzt derzeit noch ein Tarp dann drüber. Genau, so die, ich weiß noch nicht so wirklich, ob es sich rentiert, da ein festes Dach zu machen oder überhaupt so das zuzumachen, das weiß ich einfach noch nicht. Ich habe da schon ein bisschen Holz hin und bin noch ziemlich am Überlegen, weil Priorität wäre eigentlich, das ganze Gebiet hier einzuzäunen, ringsrum. Das sieht man ja, wir haben ja schon mal angefangen gehabt. Das ist schon ein schöner Wall da, das ist super geil. Dann geht dann auch keiner durch oder sonstiges. Und da wird dann auch noch zugemacht, weil da oben ist so ein Weg und da, ja, es nervt einfach, wenn da immer wieder jemand runterglotzt oder so. Natürlich sowas noch nie gesehen haben, dass Leute im Wald sitzen. Das hier da ringsrum einfach alles dann schön zumachen. Ja, oder vielleicht auch dann kleine, so wie so Abteile. Also das weiß ich nicht. Soll eigentlich schon aussehen wie ein Lager. Es wird langsam. Also so ist die Idee. Ja, und das da, da hinten der Wald bis da hoch und das gehört alles noch dazu. Aber das werden wir nicht verbauen. Und sind da auch nicht so oft, weil wir müssen sogar schauen, dass da das Holz und so weiter draußen ist und nichts Kaputtes stehen bleibt. Das ist die Aufgabe, das gehört dazu. Wald pflegen und so. Aber wir wollen da einfach das Moos nicht zertrampeln. Ja? Deswegen sind wir eigentlich hauptsächlich hier. Es reicht, wenn dieser Platz hier völlig ausgenutzt wird. Genau, weil, also wenn man möchte, kann man dann oben auch mal im Sommer mit der Hängematte liegen oder so. Ist natürlich wunderschön grün. Hier ist es natürlich ausgetreten, aber es war schon immer ein Laubeck. Es war immer laubig, so wie da. Also das war noch nie richtig grün. Ja, das gehört halt wie gesagt auch alles dazu. Hier ist der Hackbock. Da haben wir leider keinen im Lager, noch nicht. Und da hinten ist es auch schon zu sehen, das Plätzchen. Richtig wunderschöne Gegend. Hier kann man richtig geil entschleunigen, Freunde. Ja, was man natürlich in dem Video schwer erkennen kann, ist, dass der Boden leider überall ziemlich schräg ist. Und wenn man da schlafen möchte, ist es sehr unangenehm. Also das heißt, da muss man noch ein bisschen was buddeln, da, damit das gerade wird. Da, wo das Bett steht, da habe ich ja damals auch gebuddelt, damit das TCOP zum Beispiel hin kann. Und ja, das Trapperbett sozusagen, das tut jetzt natürlich sein Gutes, weil dann ist immer eine gerade Fläche schon mal da. Man kann immer schön sitzen. Wunderbare Geschichte. Ja, genau, da hinten geht es noch weiter. Also, klasse Geschichte. Genau. So, jetzt habe ich euch einen kleinen Rundblick oder Überblick vom Lager verschafft. Wird natürlich weitergebaut. Mal schauen, was so alles kommt. Ideen sind immer da und Spaß macht es auch wie Sau. Also dann, macht es gut, bleibt gesund. Viel Spaß draußen in der Natur. Wir sehen uns wieder hier auf meinem Kanal. Macht es gut. Servus, ciao.